herzliches Willkommen. Wir sind bei Mittwoch, 10. April 2024. So, wir haben weiterhin die Sonne, den Merkur, die Venus in Widder. Das bedeutet natürlich mit dem rückläufigen Merkur im Widder Stagnation, vieles läuft nicht so schnell, Missverständnisse, man muss sehr akribisch arbeiten, sehr genau sein, verlässlich. Und wir haben auch weiterhin natürlich die Verbindung zwischen Mars und Saturn, beides in den Fischen. Das kann auch bisweilen ein bisschen anstrengend sein, aber wenn man weiß, wofür man das tut, kann es sich auch lohnen. Wir haben den Mond im Stier, auch eine, ich sag mal, fleißige Energie, die auch sehr pragmatisch vorgeht. Jupiter und Uranus sind im Stier auch eben solche Energien und natürlich Neptun, Saturn und Mars in den Fischen. Man kann da mit sehr viel, ja, Liebe fürs Detail rangehen. Man kann sehr genau sein. Man kann eben auch vielleicht ein bisschen mehr tun, wenn man das möchte. Es kommt immer auch auf dich selbst drauf an, ob du da eben auch die Energie und die Zeit investieren möchtest, ja, und ob du dich an deine eigenen Vorgaben hältst. Das ist so ein bisschen den inneren Schweinehund besiegen, ja. Aber es kann sich durchaus lohnen und das Ganze geht auch noch bis Freitag. Ich bin gespannt, wünsche euch natürlich ein schönes Bergfest, das Teilen der Woche, den Mittwoch. Und wir schauen uns das im Einzelnen bei den Sternzeichen an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Wir haben weiter die Sonne, den rückläufigen Merkur und die Venus in deinem Zeichen. Ist natürlich auch ganz schön, allerdings mit Merkur rückläufig eingeschränkt. Ich denke, da geht mehr Schönes im Privatleben als jetzt im Job oder so. Trotzdem sollte man in dieser Zeit natürlich vorankommen. Wir haben den Mond im Stier. Pragmatisch, ruhig, überlegt und langsam vorgehen. Das ist wichtig, denn wir haben ja auch noch den Pluto im Wassermann, der natürlich dazu auffordert, Vollgas zu geben. Also man kann schon einiges leisten. Man sollte sich aber die Ruhe gönnen, das eben gut zu prüfen und nicht zu rasch voranzukommen. Wir haben dann Jupiter und Uranus im Stier. Ja, auch Erdenergie hat nicht so viel Einfluss auf den Widder. Allerdings natürlich sollte man sich daran ein Beispiel nehmen. Wir haben Neptun, Saturn und Mars in den Fischen. Einfühlungsvermögen, Sensitivität und eine Verbindung zwischen diesem zwischen Mars und Saturn. Ja, Mars und Saturn sorgen dafür, dass wir gut vorankommen können, aber eben in diesem gemäßigten Tempo. Und das sollte man natürlich auch dann nutzen. Langsam. Ich weiß, es ist schwierig, aber es lohnt sich, wenn man sich selbst da ein bisschen, ja, die Ruhe gibt auch. Wir haben die Nostalgie, zurückblicken, vielleicht auch Dinge nutzen oder wieder aufgreifen. 7 der Schwerter. Es geht um Unklarheiten, es geht vielleicht auch um Dinge, die aus der Vergangenheit vielleicht wieder aufgegriffen werden können. Wir haben ja gesagt, durch die Rückläufigkeit des Merkur kann man auf Dinge, auch Personen natürlich, zurückgreifen. Man kann diese Dinge nochmal in die Hand nehmen oder auch jetzt nutzen. Das kann Erfolg bringen. 6 der Stäbe ist der Erfolg, ja. Das kann natürlich sein, man holt sich einen Rat bei jemandem, den man kennt oder den man lange nicht gesehen hat. Man greift eine Sache wieder auf, die vielleicht jetzt nützlich wäre, die einem auch vielleicht helfen könnte in der Situation. Oder man besinnt sich eben auch auf Dinge, die man schon mal so irgendwie gesehen, gehört oder selber auch praktiziert hat. Wir haben den Ritter der Kelche. Liebevolle, schöne Energie. Natürlich freundlich bleiben. Auch, ich sag mal, wenn man Fragen hat oder Dinge aufgreifen möchte, dass man da eben auch besonders nett und entgegenkommend ist. Und dass man sich natürlich auch freuen darf, wenn die Dinge dann sozusagen funktionieren. Da sollte man dann aber wieder aufpassen, dass man jetzt nicht, wer weiß, was sich vorstellt, sondern einfach überlegt, ich komme voran, aber ich muss mich damit zufrieden geben, dass es momentan eben etwas langsamer geht, ja. Freunde dich damit an, lieber Widder. Es wird dein Schaden nicht sein. Und wenn da etwas unklar ist, auch im Gespräch, im Miteinander,
kann man vieles, glaube ich, aufarbeiten, was eine dann auch später, ja, ich sag mal, positive Entwicklung noch unterstützt. Also es wäre ganz gut, sich da was zu überlegen. Ich wünsche dir dabei natürlich gutes Gelingen, schönes Bergfest und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Mittwoch, 10. April 2024. Weiterhin die Sonne, den rückläufigen Merkur und die Venus im Widder. Feurige, temperamentvolle Energie, aber eben in der Kommunikation könnte es Schwierigkeiten geben. Wir haben Pluto im Wassermann, da ist auch so ein bisschen Macht, Ohnmacht-Themen. Man fährt mit angezogener Handbremse, aber du als Erdenergie kannst das vielleicht noch besser verkraften als so manch anderer. Wir haben auch den Mond in deinem Zeichen. Das sollte dich aber selbst auch nicht dazu verführen, zu selbstgerecht, rechthaberisch oder stur vorzugehen. Es ist sogar gut, wenn man sich austauscht, aber man muss eben seine Worte ja gut wählen. Mit dem Jupiter und dem Uranus im Stier hast du eben auch die Möglichkeit, Dinge zu entdecken, aufleben zu lassen oder eben auch erleichternd mit diesen Dingen umzugehen. Ja, vielleicht kannst du auch dafür sorgen, dass es anderen leichter fällt. Das wäre schön. Neptun, Saturn und Mars sind noch in den Fischen. Ja, sensitiv, einfühlsam, ja, auch eben die Stimmung aufgreifen, den guten Riecher nutzen, den man hat. Aber wie gesagt, mit Merkur rückläufig ist nicht zu spaßen. Man sollte nichts fordern. Man sollte auch nicht so viel Druck ausüben. Und wir haben auch die Verbindung noch Saturn mit Mars, beides in den Fischen. Man kommt gut voran, wenn auch eben durch Merkur rückläufig etwas eingeschränkt. Aber man kommt voran und das zu sehen ist vielleicht auch für dich als Erdzeichen gut. Wir haben die Nostalgie, hatten wir beim Widder auch. Rückblick aufgreifen, Bekannte mobilisieren oder Kontakte wieder aufleben lassen. Die Liebenden. Eine Entscheidung treffen, dass man vielleicht mit einer alten Vorgehensweise heute besser fährt als vielleicht mit dem neuen. Wir haben die Königin der Münzen, daran arbeiten, sich was überlegen, vielleicht auch mit anderen darüber sprechen, Vorschläge machen, Austausch. Ja? Und wir haben das Gericht, das bedeutet, man hält sich an die Fakten. Was bringt einen jetzt voran, auch wenn es langsam geht, wie gesagt, ja? Vielleicht hat man eine Idee oder hat man etwas, worauf man zurückgreifen kann oder jemand hat eine Idee. Auch das wäre okay. Ja, es muss ja nicht immer alles von dir kommen, aber durchaus ist da vielleicht etwas drin, womit man sich und anderen die Situation auch ein Stück weit erleichtern könnte. Und ja, deine Erfahrung hilft dir dabei, auch deinen Pragmatismus, deine Erdenergie. Wichtig ist dabei eben auch, dass man nicht zu selbstgerecht rüberkommt oder zu stur oder auf etwas beharrt, sondern auch ein Stück weit offen ist. Und da kann dir die Fische-Energie natürlich helfen, so ein bisschen auch zu sehen, dass der eine oder andere ein bisschen zu kämpfen hat und dass man da sich gegenseitig so ein bisschen unter die Arme greift. Das wäre auf jeden Fall schön. Und vielleicht bekommst du auch von unerwarteter Stelle Unterstützung und freust dich darüber. Ne? Also ich denke, da ist auch viel Zusammenarbeit drin. Da ist auch viel das Wir drin. Und das ist auch vielleicht das, was die ganze Sache so besonders macht. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Mittwoch, 10. April 2024. Weiterhin Sonne, rückläufigen Merkur und Venus im Widder. Da ist viel Leidenschaft drin, auch mit Pluto im Wassermann. Man sollte nur nicht, ich sag mal, zu eigenmächtig vorgehen, zu selbstgerecht und vielleicht auch nicht zu stur, denn der Mond befindet sich im Stier. Stierenergie ist langsam machen, pragmatisch vorgehen, nichts überstürzen und auch prüfen, bevor man etwas umsetzt. Ich weiß, das fällt dir als Zwilling sehr schwer, weil du eher, ich sag mal, der action-orientierte Mensch bist. Aber es bringt halt nichts, etwas zu tun, was dann nachher wieder korrigiert werden muss. Jetzt geht es darum, langfristig zu planen und nicht nur kurzfristig.
Wir haben Jupiter und Uranus auch im Stier, hat leider nicht so viel Einfluss auch auf die Zwillinge. Wir haben dann Saturn, Neptun und Mars in den Fischen. Und dieser Neptun, wie gesagt, kann auch dafür sorgen, dass du auf kuriose Ideen kommst, dass deine Stimmung wechselt wie das Wetter oder noch öfter und dass du damit zu kämpfen hast. Deswegen ist es so wichtig, sich zu überlegen, was jetzt wirklich relevant und wichtig ist und heute und nicht morgen getan werden muss. Dazu kommt natürlich die Verbindung von Mars und Saturn, die eben in dieser Konjunktion auch dafür sorgen, dass man gut vorankommt, wenn eben auch langsam. Und da du ja auch ein, ich sag mal, kollektiver Mensch bist, ist der Austausch mit anderen sehr wichtig. Aber man muss eben die Worte auch abwägen und sich natürlich auch vorher Gedanken gemacht haben, wie man vorgehen möchte. Aber offen zu sein auch für Gegenvorschläge zum Beispiel. Wir schauen mal. Wir haben für den Zwilling die Liebenden, die eigene Karte. Das, was du bevorzugst, das Team, die Gruppe von Menschen, die du vielleicht auch für deine Dinge begeistern kannst und die Waage-Energie, den Ausgleich zu schaffen zwischen dem, was du möchtest und dem, was vielleicht auch andere sich vorstellen. Also Harmonie, Miteinander, jeder kann so vielleicht auch für sich selbst einen Vorteil dabei erreichen. Rückläufigkeit ist ja auch immer zurückgreifen, vielleicht auch, ich sag jetzt mal, Dinge wiederherstellen oder miteinander arbeiten. Jetzt haben wir hier die 7 der Kelche. Du weißt, das ist Neptun. Ja, das ist auf der einen Seite Idealisierung, die Dinge zu positiv sehen oder vielleicht auch ein paar Dinge nicht wirklich sehen. Also, dass man ein paar Hindernisse, ein paar Stolpersteine übersehen kann. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, auch für dich als Zwilling, wenn jemand jetzt auf irgendwas aufmerksam macht und sagt, pass mal auf, da und da, das könnte schiefgehen, das nicht abzutun, sondern sich auch zumindest dafür zu interessieren und einfach mal zuzuhören. Ja, die Waage-Energie ist ja der Ausgleich zwischen dem, was geht und dem, was man möchte und wie man das vielleicht auch umsetzen kann. Und da ist natürlich ganz wichtig, nicht nur die eigenen Dinge zu sehen, sondern auch die Gruppe der Menschen, mit denen du zum Beispiel zusammenarbeitest oder zusammenlebst, dass man da einen Ausgleich findet und keine überhöhten Ansprüche hat. Also, dass man sich jetzt durchsetzt oder dass das genau so wird. Eine gewisse Flexibilität wird da auch ja vorausgesetzt. Ich denke, das ist machbar, auch für einen Zwilling, wenn du, wie gesagt, auch so ein bisschen davon wegkommst, zu idealisieren oder eben deine Vorschläge, in den Vordergrund stellen zu wollen, beziehungsweise auch Gegenargumente nicht zu akzeptieren. Also da ist so ein bisschen Kompromissbereitschaft, ne? Waage-Energie. Versuch's mal. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, ein schönes Bergfest und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Wir haben die Sonne, den rückläufigen Merkur und die Venus im Widder. Da ist eine Menge Leidenschaft drin, da ist Temperament drin, da ist natürlich auch mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen drin. Aufpassen, auch für einen Krebs. Ja, du kannst genauso stur sein vielleicht wie ein Widder. Und wir haben auch den Pluto im Wassermann. Auch da steckt so ein bisschen drin, sich um jeden Preis durchsetzen zu wollen, die Ellenbogen auszufahren und eben ja auch ein bisschen selbstgerecht zu sein. Das kann auch mit dem Mond im Stier zusammenhängen, der ein bisschen Sturheit hervorruft, aber eben auch den Pragmatismus in sich trägt und die Genussfreude. Also man will nicht unbedingt sich kaputt arbeiten, man möchte aber schon was erreichen und langfristig erfolgreich sein. Dagegen ist eigentlich auch nicht so viel einzusetzen, aber man muss mit den Widrigkeiten klarkommen. Wir haben auch Jupiter und Uranus im Stier. Erleichterungen sind drin, große Veränderungen vielleicht nicht. Aber warum soll man sich und andere nicht leichter machen, wenn es möglich ist? Dazu kommt natürlich deine schon gegebene Intuition, aber auch Saturn, Neptun und Mars in den Fischen. Und dieser Saturn und dieser Mars, beide in den Fischen, die lassen einen auch vorankommen. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Energie, dass man eben auch miteinander viel erreichen kann, wenn es eben auch ein bisschen schwieriger ist als sonst. Ja? Also Einfühlungsvermögen ist wichtig, nicht zu sehr auf eigenen Dingen beharren und offen zu sein. Das ist, glaube ich, für den Krebs am schwierigsten, für Vorschläge anderer Seiten.
ja, und das eben miteinander abzuwägen. Vielleicht ist es auch das, was eben ein bisschen länger dauert. Wir schauen mal. Wir haben die vier der Münzen. Da ist man ein bisschen stur, da will man an etwas festhalten. Königin der Schwerter, sich das einzugestehen, dass man manchmal auch so ein bisschen auf etwas beharrt oder das als, ja, ich sag mal, selbstverständlich sieht, andere aber vielleicht nicht. Da kann dir dein Erfahrungsschatz helfen. Zehn der Schwerter bedeutet ja, du hast in bestimmten oder ähnlichen Bereichen vielleicht auch schon mal solche Erfahrungen gemacht und kannst jetzt aus dieser Erfahrung schöpfen, indem du nämlich auch mitteilst, wie du das vielleicht schon mal erlebt hast oder dass du auch selber verstehst, dass andere einfach eine andere Sichtweise haben, eine andere Art zu fühlen oder auch die Dinge anzugehen. Ja, es ist nicht bei jedem gleich. Jeder macht ja auch andere Erfahrungen, ne? Und wenn man das teilt mit anderen, dann hat man füreinander vielleicht ein besseres Verständnis dessen, was man möchte und wie man da vielleicht auch so ein bisschen die Grenzen auflockern kann, also dass man sich entgegenkommen kann, dass man eben auch versteht, warum der andere oder die andere dann in dem Moment auch gewisse Sachen ablehnt zum Beispiel. Ja, ich denke, es ist wichtig, aufrichtig, authentisch zu sein, erstmal zu sich selbst. Und wenn man das für sich geklärt hat, auf andere auch zugehen zu können und Dinge miteinander zu teilen in der Kommunikation, wobei man wieder aufpassen muss, mit Merkur rückläufig, dass das nicht falsch verstanden wird. Aber du hast die Intuition, das Feingefühl und du kannst das gut rüberbringen. Ich denke, dass du Fortschritte mit bewirken kannst. Und dabei wünsche ich dir an diesem Mittwoch ganz viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Sonne, rückläufiger Merkur und Venus im Widder sind natürlich eigentlich tolle Energien für den Löwen, weil auch Feuerenergie, können aber auch dazu beitragen, dass man frustriert ist, wenn es nicht vorangeht und dass man eben auch ein bisschen ungehalten reagiert. Mit dem Pluto im Wassermann kann es auch dazu führen, dass man sich so ein bisschen loslöst und vielleicht auch eigenmächtige und schnelle Entscheidungen trifft. Davon möchte ich aber weiterhin abraten. Besser ist es natürlich, gemeinsam diese Dinge zu besprechen und zu klären, zumal wenn da eben auch andere von betroffen sind. Der Mond befindet sich im Stier, das ist eine Erdenergie, Pragmatismus, beinhaltet aber ähnlich wie die Widderenergie auch ein bisschen Sturheit, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, beharren auf der Meinung, ja, das kann sowohl dich betreffen als auch dein Gegenüber jeweils. Also man braucht schon eine gewisse Offenheit, um die Dinge dann auch beim Namen zu nennen oder aufeinander zuzugehen. Das wäre aber zu wünschen. Wir haben Neptun, Saturn, Mars in den Fischen. Saturn und Mars stehen auch in einer günstigen Konjunktion, um voranzukommen. Also dazu ist Einfühlungsvermögen wichtig, aufeinander eingehen, sich auf andere einstellen können. Also man muss sich schon auch ein bisschen mit dem, was andere tun und sagen, beschäftigen. Das gilt nicht nur für dich, auch für die anderen natürlich. Um dann auch aufeinander bauen und miteinander arbeiten zu können. Wir schauen jetzt mal, was wir haben. Die Kommunikation ist natürlich mit Merkur rückläufig immer ein bisschen schwieriger. Deshalb ist die Planung, die Vorbereitung oder auch mögliche, ich sage jetzt mal, Kritik oder Gegenargumente zu erwägen, bevor man in die Kommunikation geht. Gute Ideen, die können aber durch gerade Kritik oder Gegenargumente entstehen, ja, dass man da besonders, ich sage jetzt mal, gute Ideen kreiert. Also du hast vielleicht so den Gedanken, wir können das so und so machen, was haltet ihr davon? Und die anderen sagen, ja, aber du musst das und das bedenken. Und dann kommt jemand auf eine dritte Idee. So kann das auch wachsen. Ja, zwar langsam, aber gemeinschaftlich und auch sehr gut. Ne? Wir haben die Acht der Kelche. Man muss sich dem Neuen oder dem, was aus diesen Gesprächen entsteht, ein Stück weit öffnen. Also ohne, dass du vorher einen festgelegten Plan hast oder das muss so oder so ausgehen, ist die Kommunikation eine Vorbereitung darauf, was du dir überlegt hast. Aber ich denke auch genauso bei deinen, ja, Gesprächspartnern,
Ja, dass man daraus eben auch offen genug ist, neue und vielleicht auch vorher noch nicht bedachte Möglichkeiten zu gestalten. Das kann privat sein, das kann beruflich sein. Man kommt auf Dinge, auf die man selber und alleine nicht gekommen wäre. Und das ist die Chance, die man jetzt nutzen kann. Wie gesagt, wir brauchen alle Geduld. Wir müssen alle schauen, dass wir richtig verstanden werden und dass wir auch richtig verstehen. Aber wenn wir uns darum bemühen, ist da sehr viel Raum nach oben. Viel Erfolg dabei, ein schönes Bergfest und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Wir haben weiterhin die Sonne, den rückläufigen Merkur und die Venus im Widder. Da ist sehr viel Temperament drin, da ist auch, ich sag mal, Eigenmächtigkeit drin, Sturheit natürlich mit dem Kopf durch die Wand. Man sollte aber derzeit nicht zu eigenmächtig vorgehen. Wir haben den Mond allerdings im Stier und das ist eine Unterstützung auch für dich als Jungfrau. Auch wenn Pluto im Wassermann sich befindet und damit natürlich auch wieder so, ich sag mal, die Eigenständigkeit und die Unabhängigkeit proklamiert. Trotzdem ist es wichtig, jetzt nichts eigenmächtig zu tun, sondern miteinander zu reden, auch wenn es schwerfällt. So, wir haben Neptun, Saturn und Mars in den Fischen. Neptun hat auch, ich sag mal, ja, die Jungfrau im Visier, kann großartige Ideen, Fantasien, aber auch Gefühle natürlich irgendwie beeinflussen und man kann auch völlig auf dem falschen Dampfer sein. Man kann auch schlecht gelaunt sein, ohne dass man weiß, warum. Oder man reagiert eben auch vielleicht ein bisschen zickig. Auch das ist alles möglich, ja, mit Neptun. Aber wenn du das weißt, dann halte dich an Saturn. Das sind so die Vorgaben, die du dir gemacht hast, als er rückläufig war, wo du dir überlegt hast, das mache ich in Zukunft anders, so und so. Das ist so eine Richtschnur, mit der du eben auch Neptun so ein bisschen, ja, ich sag mal, bekämpfen kannst, um es mal vorsichtig zu sagen. Wichtig ist auch, dass wir die Konjunktion zwischen Mars und Saturn nutzen. Wir können nämlich gut vorankommen, wenn wir uns daran halten. Und natürlich sind auch Jupiter und Uranus im Stier und erleichtern dir das. Also, wir schauen mal, was haben wir denn heute für die Jungfrau? Da sind die Ideen, der Ideenreich. Du kannst auch durch den Pluto im Wassermann kommen, aber diese Dinge sind neue Ideen. Mit dem Ass der Münzen, man sät den Samen für die Zukunft. Da haben wir die Strategie. Man kann strategisch vorgehen. Man kann das eine vielleicht erstmal probieren, ob das klappt, ob das nicht klappt. Man kann es verfeinern. Man kann überlegen, welche Folgen hat dies, wenn ich das tue. Und die Erfahrung, die man mitbringt, nutzen. Und damit ist nicht nur deine Erfahrung gemeint, sondern auch die deiner Gesprächspartner, deiner Kollegen oder deiner Familie, je nachdem, worum es hier geht. Da sind viele Ideen, auch vielleicht durch Neptun natürlich, ja. Aber es geht darum, was ist machbar? Was ist auch in der Gemeinschaft umsetzbar? Womit können wir uns arrangieren? Das kann ein bisschen hin und her und zäh gehen, aber man kann es erreichen. Gerade jetzt auch in dieser Konjunktion zwischen Saturn und Mars. Man hat den richtigen Riecher, man hat das Gespür für etwas, was geht. Und da sollte man natürlich mitwirken. Man soll es nicht alleine durchziehen. Man soll jetzt nicht irgendwie sagen, ich habe die geniale Idee und ihr müsst alle folgen, sondern dass wir managen das, wir besprechen das, wir setzen den Samen für die Entwicklung in der Zukunft. Und wir sind immer noch in der Lage, während sich das entwickelt, daran zu arbeiten und es zu verfeinern. Also, das klingt sehr vielversprechend. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Wir haben die Sonne, den rückläufigen Merkur und die Venus im Widder. Feurige, temperamentvolle Energie, die natürlich auch ein bisschen Eigenwilligkeit, Mut, ja, auch hervorbringt. Und der Pluto ist im Wassermann. Da kann man sich leicht mal überschätzen oder sich für zu wichtig halten. Das ist durchaus möglich, ja. Das gilt nicht nur für die Waage, aber ich denke, dass du eben für diese Energien
auch anfällig bist. Ja, weil, wie gesagt, Pluto im Wassermann stärkt schon auch deinen Durchsetzungswillen. Dann haben wir ja Jupiter und Uranus im Stier. Wir haben auch den Mond im Stier. Also Jupiter und Uranus haben nicht so viel Einfluss, aber der Mond beruhigt vielleicht auch, lässt sich auch mal ein bisschen innehalten, langsam machen, den Moment genießen und den Gedanken zu Ende denken. Das wäre zumindest schon mal ein Fortschritt. Dann haben wir auch natürlich Mars, Neptun und Saturn in den Fischen. Und Saturn und Mars stehen in Konjunktion und lassen gut arbeiten. Aber nur, wenn wir auch langsam machen. Ich weiß, das ist nicht so das Tolle, aber mit Merkur rückläufig ist es sowieso geboten, nichts einfach eigenständig durchzusetzen oder zu versuchen, sondern sich mit den Mitmenschen, mit dem, was man gerade tut und auch denen, die daran beteiligt sind, zu arrangieren. So, was haben wir jetzt für die Waage? Informationen sammeln. Erstmal schauen, wo stehe ich, was liegt an, worum geht's. Dann kann man natürlich langsam mit Erdenergie, Pragmatismus, Königin der Münzen, die Dinge umsetzen. Aber immer schön langsam. Mit der Königin der Schwerter geht's auch um Aufrichtigkeit, Authentizität und natürlich auch darum, sich was zu überlegen. Wie möchte ich das denn gerne machen und was ist hier wichtig? Wenn du es nicht weißt, ist es besonders wichtig zu fragen. Oder wenn du hier sagst, ich fange das jetzt an, aber da sind noch ein paar Dinge unklar, ist es auch da wichtig, immer direkt zu fragen, nicht hinterher. Ja? Also wenn du dir bei irgendwas unsicher bist, frag lieber nochmal nach. Die 2 der Stäbe sagt, es sind noch keine Entscheidungen getroffen und du musst auch keine Entscheidung jetzt und hier und sofort treffen. Aber es ist wichtig, dass du dir bewusst machst, worum es geht, was du dazu beitragen kannst, welche Unterstützung du vielleicht hier auch brauchst. Ja, sei auch nicht zurückhaltend im Sinne von, ach, ich möchte lieber nicht fragen oder so. Nein, es geht darum, dass das Ergebnis Hand und Fuß hat. Und dazu ist es wichtig, die richtigen Informationen zu sammeln und auch umzusetzen. Denn wir sind mit Merkur rückläufig auch geneigt, ja, ich sag mal, Dinge falsch aufzufassen oder zu denken, wir hätten es verstanden, aber der andere hat sich vielleicht auch nicht so genau und so explizit ausgedrückt. Also ruhig auch öfter mal fragen, wenn was unklar ist, aber ruhig, entspannt, freundlich natürlich, diplomatisch, wie du halt unterwegs bist, damit nichts schiefläuft, ja. Es ist immer schlimmer, im Nachhinein Fehler wieder zu korrigieren, als einmal ein bisschen häufiger gefragt zu haben. Wenn das einmal sitzt und wenn das einmal klappt, ich denke, dann läuft es auch weiterhin gut. Aber lass dir die Zeit, gönn dir zwischendurch auch mal eine Pause, auch eine Denkpause, ja, und versuche mit anderen gemeinsam langsam, aber peu à peu voranzukommen. Die Energie ist trotz Merkur rückläufig gerade besonders gut dafür. Viel Erfolg dabei, ein schönes Bergfest und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Ja, wir haben weiterhin Sonne, rückläufigen Merkur und Venus im Widder. Diese feurige, temperamentvolle Energie kann dich als Skorpion natürlich auch packen. Ja, auf der einen Seite ist es Frust, wenn man nicht verstanden wird oder auch selber nicht so alles mitkriegt. Auf der anderen Seite kann man auch ein bisschen zu eigenmächtig und zu, ja, wie sagt man, selbstsicher sein. Auch mit Pluto im Wassermann, der macht dich sowieso nervös und vielleicht geht's da auch um Macht- und Ohnmachtthemen und man ist leicht gereizt. Hilfestellung bietet der Mond im Stier. Also ruhig, Brauner, schön langsam machen, nichts überstürzen, lieber mal einen Moment länger überlegen und auch natürlich sich so ein bisschen auf die Mitmenschen und die Situation einstellen. Wir haben dann auch Jupiter und Uranus im Stier. Nicht unbedingt selbstständig irgendwas verändern, sondern eben die Erleichterungen, das Entgegenkommen nutzen, was dir da eben auch entgegengebracht wird. Und natürlich auch mit Neptun, Saturn und Mars in den Fischen, ja, sich so ein bisschen einfinden, auch in die Energie der anderen, auch wenn sie dir nicht liegt unbedingt, ja. Es geht darum, ein bisschen das Gemeinschaftliche oder die Gruppe, je nachdem, ob im Job oder zu Hause, so ein bisschen, ja, ich sag mal, zu spüren und sich so ein Stück weit damit zu arrangieren.
Jetzt haben wir auch noch die Konjunktion zwischen Mars und Saturn, beides in den Fischen. Man kommt gut voran, aber es geht halt sehr, 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 sehr langsam. Ja, aber so ist das bei Merkur rückläufig leider. Nostalgie, auch du hast die Nostalgie, der Rückblick, ja, in die Vergangenheit. Die Öffnung, die gefühlsmäßige Öffnung zum Neuen hin, ja, mit den 8 der Kelche und die 3 der Schwerter. Ja, es ist nicht so, wie man vielleicht dachte. Es ist nicht so einfach oder die anderen machen vielleicht auch nicht immer so mit, wie man sich das vorstellt. Und vielleicht hat man auch so ein bisschen hier mit den 3 der Schwertern Erfahrungen gemacht, wenn du auf andere zugegangen bist, dass die undankbar waren, patzig geantwortet haben oder irgendwas in der Hinsicht. Das bedeutet aber nicht, dass alle so sind. Ja, du solltest das dann auch nicht auf alle übertragen. Wir haben die 6 der Schwerter. Es gibt Klärungen. Ja, man kann die Dinge klären. Man kann auch über, ich sag mal, unliebsame Dinge sprechen. Aber man braucht die Ruhe und die Entspanntheit zu sagen, okay, darüber reden wir jetzt mal in Ruhe, ne, bevor wir uns da jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, anschreien oder vielleicht auch uns gegenseitig hochpushen. Lass uns das in Ruhe klären. Die 6 der Schwerter ist ja 2-mal die 3 der Schwerter. Das bedeutet ja mit anderen Worten auch, es ist nicht nur bei dir so, dass du vielleicht enttäuscht bist. Vielleicht ist das bei dem oder der anderen auch so, dass man eben frustriert ist, weil es nicht so klappt und beide sind enttäuscht. Also kann man vielleicht, das ist ja nur ein Versuch, ja, weil mit Merkur rückläufig passiert sowas halt schnell, dass man sagt, wir suchen uns den bestmöglichen Weg, auch wenn es schwierig ist. Wir greifen auf etwas zurück, wir überlegen uns, wie hängt das vielleicht auch zusammen und wie können wir das im Miteinander lösen. Das ist aber sehr konstruktiv, ja. Es ist vielleicht auch konstruktive Kritik von der einen wie von der anderen Seite, um die Dinge zu verbessern, nicht um den einen oder den anderen irgendwie runterzuputzen oder so. Also es kommt immer auf die Situation an, auf die Sensitivität, mit der man da auch rangeht. Und ich denke, dass du dafür prädestiniert bist, zu erkennen, ob jemand was zum Beispiel aus Boshaftigkeit tut oder weil er selber nicht weiß, was er oder sie machen möchte oder soll. Ja, also ruhig Blut, ja, nichts überstürzen. Und ich denke, da lässt sich was finden. Viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Weiterhin Sonne, rückläufigen Merkur und Venus im Widder. Feurige, temperamentvolle Energie. Natürlich auch in der Kommunikation, aber verquer, weil rückläufig. Also Vorsicht. Pluto im Wassermann. Da ist die Energie drin. Wir können was umsetzen. Wir wollen was verwirklichen, Neues und so fort. Nein, langsam machen. Überlegen. Was ist jetzt das Wichtigste, Relevanteste? Was muss zuerst gemacht werden? Und ja, mit dem Mond in Stier ruhig bleiben, nicht aufregen. Gut, kann man sich ärgern und so, wenn mal was nicht so läuft. Aber es nützt ja nicht zu hadern, zu meckern oder zu toben. Kann man auch mal machen, aber am besten dann alleine. Und dann kann man sagen, okay, wie löse ich das jetzt, ne? Und dann haben wir natürlich auch noch den Neptun in den Fischen, der dich immer mal wieder auf die falsche Fährte lockt, der die Konzentration raubt oder deine Gefühle Achterbahn fahren lässt oder vielleicht auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen verhindert, dass du den Gesamtüberblick gewinnst. Dann brauchst du Hilfe, ja, auch als Schütze. So, wir haben auch Mars und Saturn in den Fischen. Da ist eben auch Einfühlungsvermögen drin, ja. Also Sensitivität, sich auf die Situation, die Menschen und das Vorgehen konzentrieren, zumindest versuchen, ja. Wir haben eine Konjunktion zwischen Mars und Saturn, die eben auch hilft, sich auf die Sache zu konzentrieren und vielleicht nicht zu sehr auf die Personen. Jupiter und Uranus im Stier sind nicht wirklich wirkungsvoll, aber wir schauen mal, was wir für den Schützen heute haben. Da sind auch geniale Ideen mit dem Magier. Der Hierophant, das ist eben auch für dich, aber auch für die Mitmenschen. Wir haben die 6 der Münzen. Man möchte, dass eben auch jeder so seinen Teil dazu beitragen kann, jeder profitiert
und jeder auch nicht zu kurz kommt. Vielleicht möchtest du deine Ideen auch rüberbringen, dass auch andere davon profitieren. Was du jetzt nicht tun solltest, ist die anderen mit deinen Ideen überschütten oder mit deinem herangehen. Ja, du musst vorsichtig sein. Mit dem Page der Schwerter heißt es erstmal höflich fragen. Kann ich helfen? Was hältst du davon? Ja, nicht einfach machen, dem anderen das aus der Hand nehmen oder so, ja. Passiert schon mal bei Schützen, ja, dass sie sagen, ach komm, ich mach das. Nee. Jetzt heißt es geduldig sein, feinfühlend, weil gerade bei dieser etwas, sagen wir mal, frustrierenden Energie von Merkur rückläufig mit Widder und Wassermann-Energie, würde ich jetzt bitte niemandem irgendetwas aus der Hand nehmen, ja, sondern höflich fragen, kann ich dir helfen? Wie wär's damit? Was hältst du davon? Nicht andauernd jetzt, ne, aber so mal in den Raum werfen. Man kann auch gemeinschaftlich natürlich die Dinge angehen und sich gegenseitig unterstützen. Und das sollte das Ziel sein. Die tollen Ideen, die du hast, wenn sie jetzt nicht anwendbar sind, schreib sie dir auf. Vergiss sie nicht. Mach dir Notizen, ja? Später sind sie vielleicht auch wertvoll und helfen dir persönlich auch voranzukommen. Jetzt heißt es fair bleiben, ja, nicht einfach machen und auf andere zugehen oder auch andere auf dich zukommen lassen. Viel Erfolg dabei, schönes Bergfest und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Mittwoch, 10. April 2024. Sonne, rückläufiger Merkur und Venus befinden sich weiterhin im Widder. Mit dem Kopf durch die Wand, Sturheit, Selbstgerechtigkeit, auch Führungsqualität, aber kann eben auch mit Merkur rückläufig sehr, sehr falsch verstanden werden. Wir haben dann auch noch den Pluto im Wassermann. Man möchte die Dinge an sich ziehen und man möchte das alles managen. Und das kann jetzt in diesem Chaos noch größeres Chaos anrichten, deswegen ein wenig Zurückhaltung. Der Mond befindet sich im Stier. Für dich als Steinbock natürlich hervorragend. Ruhe, Gelassenheit, genießen, auch mal Pause machen natürlich. Nichts überstürzen, langfristige Übersicht, okay. Also schön Piano machen. Jupiter und Uranus sind auch im Stier. Große Veränderungen solltest du jetzt nicht vornehmen, sondern die Erleichterungen wahrnehmen, die Vereinfachung, die Unterstützung, die dir zuteil wird. Auch durch andere, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen verquer rüberkommt, mit Merkur rückläufig. Wir haben auch Sensitivität, Mars, Neptun, Saturn in den Fischen und wir haben eine Konjunktion zwischen Saturn und Mars, die dazu führt, dass man trotz aller Verlangsamung vorankommt und am besten natürlich gemeinschaftlich. Also so ein bisschen auch auf die Mitmenschen einstellen und vielleicht auch nochmal nachfragen oder so, das ist nicht verkehrt. Wir schauen, was wir für den Steinbock heute haben. So, wir haben den König der Stäbe. Da ist diese Führerqualität, da ist auch Aufgeben ist keine Option. Und man hat das alles im Griff. Die 10 der Münzen ist Stabilität und Sicherheit. Du bist dir deiner Sache ziemlich sicher. Aber es ist auch wichtig, nicht nur sich selber sicher zu sein, sondern auch zu schauen, was mit den anderen ist. Ja, hier haben wir die Anpassungsfähigkeit mit Jupiter. Ne? Dass man eben auch schaut, wie passt das zusammen? Wie greift ein Rädchen ins andere und funktioniert das auch? Wenn du diese Sicherheit hast, dann ist es eine sehr großmütige, vielleicht auch relevante Rolle, die du spielst. Und zwar nicht die des Befehlshabers, sondern des Helfers, des Hilfestellunggebens. Und das, mach doch mal so. 7 der Münzen bedeutet Detailfragen klären. Also sich auch mal, ich sage jetzt mal im übertriebenen Sinne, die Finger schmutzig zu machen, hinzugehen. Wie läuft es? Was klappt oder was klappt nicht? Ja, sich auch mit den Leuten, mit den Menschen, die da mitwirken, auseinanderzusetzen in einer positiven Art und Weise. Vielleicht auch hieraus dann Anregungen zu finden, wie man Dinge erleichtern kann. Ein guter Boss, ein guter Vorgesetzter oder jemand, der den Ton angibt, der sich auch um die Putzfrau kümmert, sag ich mal. Oder den Handwerker, der im hintersten Eckchen sitzt und vor sich hin handwerkert, ja. Da mal hinzugehen und mal zu fragen, ja, wie läuft's denn? Was klappt oder wo hast du deine Handicaps oder Schwierigkeiten? Das sind gute Vorgesetzte, ja, weil die sich einen Überblick verschaffen über das Gesamtbild.
Und wo man im Kleinen was verbessern kann, verbessert sich letztendlich auch was im Großen. Und das sollte so dein Leitspruch für heute sein, da vielleicht auch mal zu schauen und vielleicht auch großmütig auf andere zuzugehen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Mit Sonne und rückläufigem Merkur und Venus im Widder haben wir diese temperamentvolle, durchsetzungsstarke Energie und wir haben Pluto im Wassermann. Das lässt dich natürlich das Gefühl irgendwie mitführen, ja, ich möchte jetzt so gerne, aber die machen alle nicht mit und das ist so frustrierend. Versuche, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Es geht nicht darum, Gas zu geben und alle zu überzeugen oder zu übertrumpfen. Es geht darum, sich ein Bild vom großen Ganzen zu machen und auch jeden Einzelnen, der daran mitwirkt, zu sehen und miteinander eben auch in schwierigen Zeiten zu kooperieren. Darum geht's. Ja? Der Mond ist auch im Stier, das ist auch eher Erdenergie, pragmatisch, langfristig planend, ja. Und auch Jupiter und Uranus sind im Stier, die aber keinen großen Einfluss haben. So, dann haben wir auch noch Neptun, Saturn und Mars in den Fischen. Und darin haben wir eben auch die Konjunktion zwischen Saturn und Mars, die uns gut arbeiten lassen, aber eben langsam, ja, ganz langsam. Aber auch da erweckt wieder diese Langsamkeit die Möglichkeit, anderen über die Schulter zu schauen, sich ein Bild zu machen, auch von Personen und vielleicht auch Vorgängen, die man dann wiederum auch verbessern kann oder wo man auch was draus lernen kann. Einfühlungsvermögen, ne? Wir haben die Nostalgie, Vergangenheit, Rückblick oder Rückgriff auf Dinge. Wir haben die Veränderung, die Transformation. So, kann natürlich sein, dass es eine Transformation in der Vergangenheit war, die vielleicht jetzt gerade auch ein Hemmschuh ist. Man befürchtet, dass diese Veränderung nicht wirklich so von Vorteil war und man spricht darüber. Vielleicht sprechen ja auch die anderen darüber, dass sie das ganz furchtbar finden, was sich da verändert hat. Und da haben wir deine Erfahrung. Also, ich denke, es geht darum, die Erfahrung der Einzelnen, zum Beispiel im Job, aber auch zu Hause zum Beispiel, auszutauschen und zu überlegen, das hat sich jetzt geändert, das war vielleicht besser. Wie können wir das machen, dass das in Zukunft wieder ein großes Ganzes wird oder dass die Dinge vielleicht nicht so schwierig sind oder so verkompliziert werden zum Beispiel. Ja? Da kann man sich austauschen und da soll man eben auch seine Befürchtungen äußern, was daraus entstehen könnte, wenn man daran nichts ändert. Also ich glaube, es geht darum, sich auf das zu beziehen, was man möchte, zu sehen, was nicht klappt und gemeinsam, also nicht alleine, mit anderen zusammen darüber zu sprechen, wie man das in Zukunft vielleicht auch besser machen kann. Also es geht um vielleicht auch gute Ideen sammeln oder Dinge ausprobieren. Da ist ja auch so ein bisschen diese Experimentierfreude drin. Aber man kann es halt nicht erzwingen. Man muss sich schon ein bisschen abstimmen und man muss natürlich auch gucken, was geht. Und dazu brauchst du natürlich auch Geduld. Denn diese Veränderung kann ja auch wieder verändert werden. Also man kann schon daran was machen. Aber es kann eben auch herausfordernd sein, sich da in Geduld zu üben. Trotzdem denke ich, es ist der beste Weg derzeit. Viel Erfolg dabei, schönes Bergfest und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Fisch. Wir sind heute bei Mittwoch, 10. April 2024. Wir haben die Sonne, den rückläufigen Merkur und die Venus im Widder. Feurige, temperamentvolle Energien kann dich auch manchmal ein bisschen stressen, diese Energie, auch mit Pluto im Wassermann. Sehr viel Temperament, ja, Diskussionen, Streitigkeiten möglicherweise auch. Auf jeden Fall auch so ein bisschen Sturheit, ja, Einflussnahme im Sinne von, ich mache das jetzt einfach, ne, und mit Pluto im Wassermann eben auch Ellenbogen, ne. Der Mond im Stier federt das ein bisschen ab, sorgt aber auch dafür, dass der eine oder andere ein bisschen stur und beleidigt daherkommt, möglich zumindest.
ist aber für dich eine Erdenergie, die dich trägt als Fisch und die dir das Gefühl gibt, okay, daran kann ich mich orientieren. Genauso mit Jupiter und Uranus. Größere Veränderungen sollte man ja jetzt nicht vornehmen, aber man kann planen, man kann vorbereiten und man kann auf Dinge zurückgreifen. Das kann durch Jupiter auch Erleichterung bringen, also dass man Erkenntnisgewinn hat oder dass man eben auch Hilfestellung von anderen hat oder Hilfe gibt. Das kann sehr gut funktionieren. Wir haben ja auch Mars, Neptun, Saturn in deinem Zeichen. Da kann schon mal auch die, ich sag jetzt mal, die Konzentration ein bisschen drunter leiden, ja, wenn man ein bisschen verträumt durch die Gegend schaut. Aber mit Saturn und Mars hat man eine gute Konzentration und kann auch etwas bewirken, auch wenn das bei der Rückläufigkeit des Merkurs sehr, sehr viel langsamer geht als sonst. Aber trotzdem ist es schön zu wissen, es geht noch was. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das heute in den Karten aussieht. Fairness, fair miteinander umgehen. Da ist noch ein Stück Arbeit zu tun mit den 10 der Stäbe und da ist die 8 der Kelche. Ich meine, du hast eine starke Intuition und du bist auch, ich denke, offen für Neues, ja, für neue Vorschläge, vielleicht auch für neue Kontakte zum Beispiel oder auch, dass dir jemand sagt, du kannst das auch so und so machen, dass du es mal ausprobierst, solche Sachen. Wir haben den Krebswagen. Das bedeutet, dass man natürlich ein bisschen versuchen kann, aber nicht eigenmächtig, sondern dass man im Rahmen dieser Möglichkeiten, also im vielleicht engen Rahmen seines Jobs oder so, die eine oder andere Sache für sich erleichtern kann oder für die anderen, ja. Also, dass du da aufgeschlossen bist oder jemandem vielleicht auch hilfst, ne, ein bisschen besser voranzukommen, Unterstützung leistest oder auch unterstützt wirst, ja, weil wir haben die 10 der Stäbe hier, da ist noch einiges zu tun. Und es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. Und es ist auch fair, wenn du jemanden unterstützt und unterstützt hast schon, auch mal zu sagen, ich brauche auch mal Hilfe. Es tut mir leid, aber es ist so. Ich komme hier nicht weiter und ich brauche deine Hilfe. Wenn man nett fragt, dann kriegt man sicherlich auch eine nette Antwort. Also mit dem Krebswagen kommst du voran. Wie gesagt, sehr schleppend, aber es kommt eben auf das Miteinander an, wie man damit umgeht. Ich wünsche dir dabei gutes Gelingen, viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder.